Paderborner. Gerüchteweise gab es in Paderborn mal ein Oberlandesarbeitsgericht Nordrhein-Westfalen. Ich suche immer noch danach. Es gibt ein nordrhein-westfälisches Gerichtsgesetz. Gibt es das? Und ansonsten, ja. Mal gucken. So. Vielleicht schalte ich hier schon am Dosenöffner. Es funktioniert. Sonst hätte ich wieder den krummen Beitel von Manns machen wollen müssen. So, jetzt geht das Ticken wieder los, der Eieruhr. Und wir waren angekommen bei Beamte sind als solche keine Arbeitnehmer. Handelsvertreter gelten nur dann als Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes, wenn sie zu dem Personenkreis gehören, für den nach § 92 A des Handelsgesetzbuchs die untere Grenze der vertraglichen Leistungen des Arbeitnehmers festgesetzt werden kann. Und wenn sie während der letzten 6 Monate des Vertragsverhältnisses bei kürzerer Vertragsdauer während dieser im durchschnittlich monatlich nicht mehr als 1.000 Euro aufgrund des Vertragsverhältnisses an Vergütung einschließlich Provision und Ersatz für im regelmäßigen Geschäftsbetrieb entstandene Aufwendungen bezogen haben. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz können im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die in Satz 2 bestimmte Vergütungsgrenze durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, wegen jeweiligen Lohn- und Preisverhältnissen anpassen. Aha. Wir sind wieder so weit. In Deutschland kann man Gesetze durch Rechtsverordnungen ändern. Finde ich spannend. So. Adelante, El Fascismo, El Adelante. Paragraph 6, Besetzung der Gerichte für Arbeitssachen. So. Ich hatte einen Berufsrichter, hat man gemerkt. Ich glaube, da ist wieder ein Berufsrichter, kann ich mir sparen. Allgemeine Vorschriften über das Präsidium, die Geschäftsweise interessiert mich auch einen Scheißdreck. Ich arbeite nicht im Personalrat von einem Arbeitsgericht. Geschäftsstelle, Aufbringung der Mittel. Interessiert mich auch nicht. Gang des Verfahrens, Paragraph 8. Wir sind auf Seite 546 und langsam eskaliert es. Das Urteilsverfahren fängt auf der Seite 555 an. Mal gucken, wie wir da kommen. Gang des Verfahrens. Im ersten Rechtszug sind die Arbeitsgerichte zuständig, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist. Gegen die Urteile des Arbeitsgerichts findet die Berufung an die Landesarbeitsgerichte nach Maßgabe des § 64
Absatz 1 statt. Gegen die Urteile des Landesarbeitsgerichtes findet die Revision an der Bundesarbeitsgerichtsbarkeit nach Maßgabe des Paragraphen 72 Absatz 1 statt. Finde ich auch wieder spannend. Habe ich auch ein anderes Urteil zu Hause? Wusste der Arbeitsrichter anscheinend auch nicht. Gegen die Beschlüsse des Arbeitsgerichts und ihrer Vorsitzenden im Beschlussverfahren findet die Beschwerde an das Landesarbeitsgericht nach Maßgabe des Paragraphen 87 statt. Gegen die Beschlüsse des Landesarbeitsgerichts im Beschlussverfahren findet die Rechtsbeschwerde an das Bundesarbeitsgericht nach Maßgabe des Paragraphen 92 statt. Aha, bei Urteilen, Revision, bei Beschlüssen, Beschwerde. Kann man sich mal merken, wenn man mal mit dem Juristen von Welt spricht. Allgemeine Verfahrensvorschriften und Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren. Ich schreibe noch was, wenn ich einen Antrag gekriegt. Sehr geehrtes Arbeitsgericht. Nach den gestrigen, also ist noch heute, morgen ist es gestern, wenn ich das tippe, eher technischen, Komma. Ausführungen und Erläuterungen nach den gestrigen eher technischen Ausführungen und Erläuterungen verwerfe ich den Antrag auf Prozesskosten Hilfe und werde selbst, und jetzt kommt mein Lieblingswort, das habe ich im Schachverein gelernt, kreativ-juristisch. Ich bedanke mich für Ihre Mühewaltung. Punkt. Mit freundlichen Grüßen, die
Es kommt davon, wenn man Bus fährt und durch die Kälte läuft. Mit freundlichen Grüßen und Dino Alexander Schauch. Schon der zweite Brief. Meine Güte, geht da auch was raus. Noch mal 3 Anzeigen an die Staatsanwaltschaft schicken. Die sind aber schon geschrieben. Muss ich nur kompilieren und dann ausdrucken. So, ich muss mich jetzt erholen. Deshalb trinke ich, bis das klingelt, einfach nur ein Bier und dann lese ich weiter.
zumute nach Erzöl. Erstmal Schluss gemacht, denn ich muss träumen. Im Sommer, da weht der Wind, im Winter, da schneit es Kind, da komm ich wieder. Im Sommer, da weht der Wind, im Winter, da schneit es Kind, da komm ich wieder. Das Arbeitsgerichtsgesetz ermüdet. Ich würde viel lieber was anderes machen. Ich glaube, die nerven mich.